Wenn es nach mir geht, würde ich persönlich aber Vaco drin haben. Pablo Escobar. Wie bitte? Nein, ihr habt verkackt, indem ihr uns 3 Tage warten lässt. Ihr denkt, ihr habt zu viel zu... Leute, zur Seite. Oder was? Leute, Hund, geh mal ein bisschen zur Seite. Wieso wurde geschossen? Ey, die sind so komisch, Bro. Guck mal, sie lassen uns 3 Tage wie Hunde warten, ne? Sie gehen zu Kali. Sagen, Kali soll uns angreifen. Wir hatten keine Zeit, das sind viele Familien. Halt deine Fresse! Aber kommt dann zu uns und sagt, wir haben keine Zeit! Na gut. Wir kriegen eine Sanktion. Carlos kommt gleich und sagt, was? Liebe Zuschauer, willkommen zurück auf diesen Kanal. Schauen wir uns an, was Lloyd so treibt. Wen haben wir hier stehen? Baku? Enzo? Vaco? Enno? Armin. Armin und? Fanta. Und Fanta. Fanta. Okay. So, euch ist klar, wir sind noch nicht offiziell. Das bedeutet, ja, in den nächsten Tagen gibt es viel Arbeit. Und ich würde gerne erstmal die Leute reinmachen, die auch arbeiten. Wer sieht sie? Und ich möchte aber jetzt, dass ihr ehrlich redet. Weil ich kenne euch. Wer von euch ist... Wo ist eigentlich Enno? Hey, Enno, wirst du fürs Telefonieren bezahlt? Okay, ich muss auflegen, Homie. Warte vor Tür. Ja, was los? Stell dich zu den anderen. Okay. Wir haben 2 Plätze frei. Okay. Ich möchte jetzt von euch wissen, wer bereit ist, bis wir offiziell sind, auch zu arbeiten. Wenn ihr von Anfang an sagen könnt, ey, ich habe keine Zeit zum Arbeiten, dann will ich das jetzt sofort hören. Und ey, ich werde mittags da sein, also wenn irgendeiner sagt, er arbeitet viel und ich bin mittags da und ich sehe das nicht, dann habt ihr Scheiße gelabert. Also, hört mal so, ich wäre da, ja. Bei mir wird ab 18 Uhr so. Okay, Armin ab 18 Uhr. Bei mir auch ab 18. Vaku auch ab 18. Nennst du? Ja, jetzt so 16 Uhr, ja. Ein bisschen früher kann. Also ich sag's euch direkt, nur dass ihr es wisst. Wenn ihr noch in unserer Zivilistentruppe seid, habt ihr auf jeden Fall mehr Action als in der Familie selber. Bei mir ist es egal. Bei mir ist kein Fanta und Vaku ist mal rein, mir ist egal. Ne, ich bin erst später da. Wer? Von Fanta wissen wir noch nicht viel. Von Fanta wissen wir nicht viel. Mhm. Er muss sich erst beweisen. In erster Linie geht es gerade um Enno, Nenzo, Vaku und Armin. Da sind noch 2. Die sind hinten. Warte, Schuldi. Wie also ich würde den Jungs auf jeden Fall den Vortritt lassen. Wenn es okay, nach mir geht, würde ich persönlich aber Vaku drin haben. Ich möchte, dass die Jungs ihn kennenlernen. Er ist ein wichtiger Mann. Er wird eine wichtige Rolle haben. Ja, das stimmt auch. Okay, aber Vaku, sagst du, du willst den Jungs den Vortritt lassen, weil du einfach keine Zeit hast zum Farmen oder wegen einer anderen Sache? Nein, einfach weil ich den Jungs den Vortritt lassen möchte und ich halt wie gesagt erst ab 18, 18.30, 19 Uhr da sein kann. Okay, verstehe. Also du willst diesen Zeitpuffer lassen? Genau, ja. Okay. Wer ist denn noch deino? Zwei Jungs von mir. Wer denn? Paul, glaube ich, heißt der und welcher? Paul Slack? Nein. mit sowas habe ich nichts. Warum lacht ihr? Keine Ahnung, wer das ist. Paul und ich hab den Namen vergessen. Warte. So ein paar Jungs von ihm, die ihr nicht kennt. Perfekt. Ja, die haben halt überall andere Namen, das ist heutzutage das Problem. Ja, ja. Denno und Robert. Das ist nicht richtig ansprechbar. Die müssen okay. Das, die ganze ist aber Quatsch, Jungs. Ja, ja. Das ist aber Quatsch. Wegen RP, das ist aber Quatsch. Armin, was mit dir? Willst du auch den Puffer am Abend haben? Nee, bei mir ist eigentlich egal. Okay, aber mir ist halt ab 18 Uhr. Okay, was mit dir, Enno? Ich bin halt bis zum 20. nur noch da. Dann bin Sosa schießt gegen dich? Weg. Wie? Deswegen... Gut, dann macht das auch nicht viel Sinn. Gut, dann nimmst du und Armin. Dann nehmt ihr erstmal die Plätze, bis wir offiziell sind. Wenn wir dann offiziell sind, dann ist es eine andere Sache. Gut, und an alle anderen, die hier bei mir stehen. Hört auf, hört auf beiden, damit. Ich habe keinen Bock, dass drüben jetzt Feuer gelegt wird. Warnung. Es kann immer jeden treffen. Muy bien, ich bin fertig. Habt ihr was zu sagen? Ich hätte vielleicht was zu sagen. Disco. Wer? Ich, Nenzo, hallo. Ach, Nenzo, ja, bitte. Baku, glaube ich, hat sich auch freiwillig gemeldet. Ich weiß jetzt nicht, ob der nicht das weiß. Ich will jetzt nicht da. Nenzo. Ja, alles gut. Okay, perfekt, danke. Möchtet ihr noch zu den Leuten sprechen? Ja, für mich ist nur Vaku eigentlich wichtig. Ich weiß, dass er eine wichtige Schlüsselrolle spielen wird. Ich werde ja die Tage jetzt kennenlernen, Bruder. Dann wird sich herausstellen, ob das eine richtige Entscheidung war oder nicht, Bruder. Ganz einfach. Oder die nächsten Wochen. Muy bien. Ja? Bueno, dann haben wir das ja geklärt. Wir müssen jetzt... Wir sind jetzt im Drogengeschäft. Pablo Escobar. Wie bitte? In welchem, wenn ich fragen darf, hat das schon irgendwas Gutes auch für mich? Nee, tatsächlich nicht. Schade. Ja, das tut uns leid. Aber für Waffen müsst ihr euch bei LCN jetzt melden in der Zukunft. Wirst du, wo die sind? Was für ein Ticket soll ich suchen? Anwesend. Genau. Ah, okay. Perfekt. Okay, gracias. Kein Ding, gerne. Perfekt. Okay, Jungs, viel Spaß euch noch. Ich wünsche euch danke. See you later, Alligator, Pablo Escobar. Ach, Leute, Salami. Deine Quare, wie läuft die Familie? Sehr, sehr gut.
Ja, schade. Ich dachte, du bist aufgelöst. Du weißt noch, 4 Jahre ausgehalten. Kommen noch weitere 4 Jahre, ist doch kein Problem. Ist das Lakika an deiner Seite? Nein, das ist natürlich nicht Lakika, das ist mein Sohn. Das ist eine Beleidigung für ihn. Ja, gut, das. Wieso? Hä? Das ist dein Sohn? Was? Ist doch klar, dass die gleich aussehen. Manu, Lakika ist mein Sohn. Er eifert mir nach. Aber ja, sag ich doch. Genau so, nicht anders, der Manu. Und was ist mit dir passiert, Pablo? Du verlierst Haare. Bist du. Ach, du weißt doch. Du kennst mich schon so lange und bis jetzt habe ich alles gut gehalten. Jetzt hast du keine Haare verloren. Jetzt verlierst du Haare. Jetzt ist leider die Zeit gekommen, glaube ich. Bei der Alten. Du weißt doch. Und du siehst irgendwie aus wie früher, aber irgendwie. Du versuchst jung auszusehen mit diesem Unterhemd. Das hatte ich doch schon mal an. Echt? Nein. Sieh, doch vor. Echt? Lass mich nicht lügen. 1,5, 2 Jahren schon? Ich wechsle sehr selten die Klamotten. Aber richtig, heute ist es mal wieder so weit. Ich wechsle eigentlich nie, aber du weißt doch, wie ich bin. Manchmal gehört das auch dazu irgendwie. Ja, das stimmt. Hola, hermanitas, señoritas, mamacitas, papacitas. Was geht, Jungs? Alles da? Buonasera. Folgt mir gerne. Was geht? Wir gehen zu einer bisschen ruhigeren. Jalla. Junge, damit packst du die Waffe weg oder soll ich meine Waffe noch rausholen? Wow! Wow, Scheiße. Was hast du da in der Hand gehabt? So ein kleiner Stuhlkreis mit Tafeln, ich denke da. Was ist das denn, Bruder? Ich stehe auch gerne. Hä? Und schon ist alles kaputt. Ich stehe lieber. Ich wollte schon immer stehen. Justus, deswegen habe ich hier auch meine Tafel stehen, deswegen hatte ich vielleicht nicht ganz unrecht. Deswegen wusste er ganz genau, was Sache ist. Ja, wir haben ja alles geplant. Ne? Ich mag deinen Einsatz, Jamal, ich mag deinen Einsatz. Nun ja, genau. Hier bin ich. Der Jamal hat mich angerufen. Ich stehe auf den Scheiß. Was wegen der Route, dass ihr die abgegeben habt an die. Und Sergio ruft mich an und bestellt welche. Was ist da jetzt los? Ich kann das erklären. Wir haben seit gestern wieder gewaltet. Also, sorry, aber bei allem Respekt. Ich habe mit Galiciano gestern geredet. Deswegen habe ich das ja auch übernommen. Deswegen sind wir ja hier. Ehrlich? Sollen wir über die Vergangenheit jetzt quatschen oder sollen wir jetzt in die Zukunft gucken und Geschäfte machen? Ja, Geschäfte machen, darum geht es jetzt ja. Also ich war gestern persönlich bei Galiciano, ich habe wieder Waffenreparaturkits umgetauscht bekommen und ich habe ihm gesagt, dass ich eigentlich alle lustigen Waffenpflegesets, die wir haben, umgetauscht haben will und er hat mir gesagt, ey, wir haben jetzt nur so und so viel da, ruf uns morgen an und dann kommen wir und machen den Lash. Wie viel hast du gestern getauscht? Boah, ich habe jetzt nicht die Zahl im Kopf. Ich glaube, das waren 200. Machst du die Geschäfte? Wer macht die Geschäfte bei euch? Ja, ich mache die Geschäfte. Und du weißt nicht Bescheid, wie viel du eintauschst und wie viel nicht? Ja, ist das jetzt? Ich glaube, du musst jemand anderen. Ist das jetzt nicht irrelevant? Warum ist das relevant? Deswegen frage ich doch. Moment, bevor wir uns wieder alle im Ton vergreifen. Isco macht sehr viele Geschäfte, deswegen verwechselt er auch die Zahlen, wenn er nicht gerade sein Handbuch bei der Hand hat. Dann Isco, ich bitte dich dann bitte, dein Handbuch rauszuholen. Ja, aber ist langweilig. Oder pflegst und mir die Summe nennen, die Galiciano gestern an dich gegeben hat. Okay, es waren 400 lustige Waffenpflegesets, die wir umgetauscht haben in 200 Waffen-Leperlatur-Kits. Mhm. So, und ich glaube, wir hatten 500, um genau zu sein, da. Aber Jamal. Du machst doch auf mich einen vernünftigen Eindruck. Du wirkst für mich wie ein schlauer Mann. Lass uns einfach die Hand reichen. Ich gebe dir meine Hand. Du gibst mir deine Hand. Wir werden in Zukunft gemeinsam durch diesen Handschwur Geschäfte machen können. Wir werden uns friedlich und neutral gegenüberstehen können. Dankeschön. Und wir gehen im Guten auseinander. Wir müssen uns doch jetzt für ein paar Repair-Kits hier nicht eine Schlammschlacht liefern, oder? Nein, das müssen wir nicht. Das ist ja auch gar nicht... Darum geht es ja gar nicht, sondern wie viel habt ihr denn? Wie viel Waffenreparaturkits habt ihr denn bestellt? Warum kauft bestellt? Ihr einfach dann LC nicht von euch ab? Ja, das wäre zum Beispiel ein Weil Punkt, oder? Weil wir einen Deal mit Galiciano hatten und wir ich den bin natürlich... nicht Galiciano. Ja, aber du bist aber irgendwie auch nicht dafür ihm? Da, dass du Unruhe zwischen uns jetzt stiftest. Ja, du sollst keinen Fitner machen. Ja, dann klärt das doch unter euch, dann macht das Gespräch unter euch. Nein, ihr habt verkackt, denn? Indem ihr uns 3 Tage warten lässt. Ja, das stimmt tatsächlich. Ja, aber wir sind keine Hunde. Sag nicht, rede ordentlich. Wir sind keine Hunde. Warte, Sekunde. Was? Wir sind keine Hunde. Sekunde, Leute, warte, Fuego. Hab ich gesagt, dass du ein Hund bist, Sekunde, oder was? Fuego ist noch etwas nein, emotional mal, von der heutigen Krieg. Hab ich gesagt, dass du ein Hund bist? Du wolltest gerade sagen, rede ordentlich. Bitte gib Ruhe, Fuego. Lass mich sprechen. Okay, wir machen das anders. Leute, du Hund, geh mal ein bisschen zur Seite. So, ich fühle genau hier kein Gespräch, das solange Leute ist das Problem ja, Leute, mit euch, Hund für mich. Geschäftsmänner. Ihr denkt, ihr habt zu Leute, viel du zu... Gehst zur Seite oder was? Ich verpisse mich. Ganz einfach. Oder was? Soll ich dir in den Kopf schießen? Willst du das? Ach, ich dachte, du verpisst dich. So, jetzt... Du hast mich gefickt, Nenzo. Junge Nenzo, hast du mich gefickt?
Chill. Ja, was passiert? Ey. Wieso wurde geschossen? Hallo. Lass mein Auto draußen. Wer schießt? Warum wurde geschossen? Nie so einen Haufen gesehen, ja? Was ist denn passiert? Was ist passiert, Chat? Wie inwiefern? Mendes hat gesagt, okay, dann fickt euch. Ey, die sind so komisch, Bro. Guck mal, sie lassen uns 3 Tage wie Hunde warten, ne? Die lassen uns 3 Tage. 3 Tage wie Dogs warten. Janni, du bist Geschäftsmann, du musst aber auch ein bisschen diese Moves machen, ne? 3 Tage lässt du uns wie Dogs warten, um am Ende dann zu kommen und dann auch noch Fitner gegen uns zu machen. Janni, was ist das? Natürlich sind wir sauer. Und dann immer zu sagen, ja, ihr dürft alle nicht reden. Hab ich gesagt, ihr seid Hunde. Okay, du Hund. Bro, wenn es dich so schnell kränkt, wenn man die Wahrheit sagt, dann, nein, die haben keine Uhrzeit abgenommen. Und uns dann so zu Dogs macht. Bro, was ist das? Auch noch dann Unruhe stiften und dort Probleme. Ist unser Anrecht gewesen. Versteht ihr? Das geht nicht. Das geht nicht. Das ist nicht okay. Aber es war RP-technisch nicht okay und nicht richtig. Bro, natürlich, es war, wir werden seit 3 Tagen, kommt keine Antwort, es steht nicht hin. Die gehen erst zu LCN, sagt denen, greift die an. Die sagen, die gehen zu Kali, sagen, greift die an. Aber wenn wir, dass wir jeden Tag Dispatch machen und jeden Tag sagen, ey Jungs, wir warten, wir brauchen dies, das geht nicht. Natürlich sind wir dann sauer, wenn sie überall gehen, außer zu uns. Natürlich sind wir dann sauer und sagen dann, RP-technisch, was ist das? Und dann auch noch dieses sofort sauer werden, weil ich die Wahrheit gesagt habe. Weil die Wahrheit gesagt wurde, weil, hat er sich angegriffen gefühlt. You know? Aber Gott sei Dank sterbe ich und blute aus. Also die haben auch ihre Arbeit zu erledigen. Weißt du, ich kann die auch verstehen. Die sind schon viel beschäftigt und so. Aber so, wenn man ein Datum gibt und so oder so sagt, morgen sind wir da und danach meldet man sich, macht Dispatches, dass dann sich so keiner meldet oder nicht, keine Rückantwort kommt, gar nichts, Bro. Das ist doch respektlos. Man fühlt sich verarscht. Das Jungs, geht seit einer Woche bei mir so. Verarscht? Wieso bist du so respektlos jetzt? Sagst du, ich hab dich verarscht? Nein, also... Das Ding Leute, ist, Leute sagen, wir also, sind respektlos, weil wir sagen, ihr macht uns zu Hunden. Nee, Leute, schau mal, du hattest schon recht, so, aber als Mendes gesagt hat, so warte, weil ich so ein bisschen Film. Beruhigen wollte, da hättest du schon auf ihn hören sollen. Aber im Grunde hast du schon recht. Er hat recht, dass er sauer ist, weißt du, aber so, wenn Carlos dann auch nochmal sagt, wie, weißt du, dann ja, aber genau gesagt, darum geht es. Dass so, ja. Nein, so weit lasse ich es gar nicht wieder kommen, dass sie auch nur ansatzweise denken, dass sie... Sie gehen zu Kali, sagen, Kali soll uns angreifen. Ja, obwohl wir, so, Digga, seit, also okay, warte, ich hol ganz aus. Seit 3 Tagen warten wir, weil wir Bestellungen haben und weil wir ein Gespräch warten. In diesen 3 Tagen gehen sie zu Kali, sagen, Kali soll uns angreifen. Gehen zu LCN, sagen zu LCN, die sollen euch angreifen. Und sagen dann zu uns, wir hatten keine Zeit, das sind viele Familien. Puh, halt deine Fresse mit deinem Praktikanten. Mann, die sollen nicht ihre Probleme zu unseren Problemen machen. Ja, das war ich auch. Die haben einfach da reingegrillt, obwohl die gar nichts damit so richtig zu tun hatten. Bevor ich dich an den Arm ziehe. Hey, Leute, also der kann doch nicht glauben, dass er dich Hund nennt und wir da weiter stehen bleiben. Deswegen wollte ich ja eigentlich gleich wegfahren und sagen, können wir hier abhauen, aber... Ja, nein, aber... Nein, so mach das bitte vorbei. Nie wieder. Ab dem Moment war schon vorbei. Ja, das geht nicht, dass er ihn Hund nennt und wir chillen dann mit ihm. Vor allem, er sagt... Was ich halt gar nicht verstanden habe. Er sagt, du machst uns zu Hunden. Er sagt, du bist respektlos. Du bist ein Hund. Du bist respektlos. Ich bin immer noch die Leadership von Menes. Und nicht so ein abgetrockneter Zivi-Pendejo, der dann wie Majestix am Cocksucking ist. Bevor ich ihn an den Haaren ziehen muss. Wen muss man an den Haaren ziehen? Diesen Carlos. Ey, Bruder. okay, chill. Ich glaube, Marcel ist... Hört mal zu jetzt. Wenn wir mit Carlos ein Problem haben, werden die uns unterdrücken, glaube ich, Bruder. Ey, aber Eris, jetzt von deiner Seite, weil wir mit ihm miteinander geredet, haben wir übertrieben? Nö. Also, ich weiß nicht, warum Leute so sauer waren, du hast überhaupt nicht übertrieben. Ich erkläre, ich hol's aus, ich erklär's dir. Ja. Vor 3 Tagen sagen zu denen, ey Jungs, wir brauchen bitte einen Termin, erstens wegen unserem Gespräch und zweitens, weil wir die Waffen, Rap-Kits benötigen. In diesen 3 Tagen, sagt er, hatte ich keine Zeit, aber geht zu Kali, sagt Kali soll uns angreifen, geht zu LCN, sagt zu LCN, die sollen uns angreifen, aber kommt er zu uns und sagt, wir haben keine Zeit? Ja Bro, das macht ehrlich keinen Sinn, bei aller Liebe, das macht keinen Sinn. So. Ey, dann sagt er zu ihm Hund... Wir lassen uns das nicht gefallen und deswegen wird auf uns geschossen, deswegen haben wir den Tod verdient. Nee, hab ich ihm auch gesagt. Ich hab ihm gesagt, dass er übertrieben hat, Digga. Selling hat er übertrieben. Die sollen endlich verstehen, dass die Welt nicht
um sich, um diese Geschäftsmänner dreht, sondern dass sie einfach nur Mittelsmänner sind. Die sind einfach nur ein Weg dazwischen. Ja, aber dazwischen. Wenn du es, schau mal, aber wenn du es denen genauso erzählst, wie du es gerade machst, ist das schon leicht beleidigend, Bruder. Obwohl du recht hast. Gut, ich verstehe. Weil die fühlen sich dann wie Schmutz, wenn du sagst, ihr seid nur Mittelsmänner, macht euch nicht so wichtig. Haben wir das Gespräch aber nicht höflich angefangen? Habe ich nicht versucht, Leute zurückzuhalten? Habe ich nicht mich bei denen entschuldigt? Habe ich nicht versucht, mit der LCN das auszudiskutieren? War hat, sehr höflich. Hat er sich da nicht eingemischt und hat gesagt, ja, aber die LCN kann das ja ankaufen. Ja, aber ja, er wollte Fitnermann zwischen uns machen. Wollen wir uns mit den Geschäftsführern anlegen? Wollen wir, dass die uns alle mit AK... Oh. Nein, wir sind nicht Bitcoin. Das Ding ist Bitcoin halt hätte alle abgeknallt. Und danach hätten sie Ding seine Hand geküsst. Für die Inkompetenz von deren Seite aus, also von den Geschäftsführern Seite aus, wollen die uns irgendwie, dass wir das mit LCN klären. So, weil Geschäftsführer nicht ihre Termine einhalten können, richtig, müssen wir das mit LCN jetzt ausmachen, einfach. Ohne Sinn. Weil hätten die ihre Termine und alles eingehalten dann wäre das alles schon fertig. Ja, dann hätten wir nicht mal so viele rostige Waffenpflegesets im Lager, worüber, dann hätten wir jetzt vielleicht 100 Stück ja. Und danach, weißt du, auf die 100 Stück hätten wir auch scheißen können. Warum? Was war denn vor 4 Wochen? Aber weil wir jetzt so einen Puffer aufgebaut haben, weil die eben immer zu spät gekommen sind, wollen wir natürlich keine 400 rostige Waffenpflegesets wegwerfen. Macht doch Sinn. Das verstehe ich, ja. Wir haben da so viel Geld reingeschickt in diese Kack-Repair-Kits und alles und Zeit. Na gut. Wir kriegen eine Sanktion. Carlos kommt gleich und sagt: Was? Für was? Aber für was? Weil er geschossen hat? Weil er uns erschossen hat? Richtig, genau. Weil ihr zurückgeschossen habt. Er kann meine nicht vorhandenen Cojones in den Mund nehmen. Super, das war's mit der Familie. Ach, scheiß drauf, wir werden höchstens einen hingerichtet. Höchstens nur einer. Wir können einmal fighten. Einer von uns wird hingerichtet, aber nur einer. Die Chance steht 1 zu 12. Ich gehe schlafen, dann nur noch 1 zu 11. Oh nein. Gut, lasst seine Frau hier, geht er schön, sichert er sich ab. Ja, das ist, keine Ahnung. Wir nehmen die Sanktion einfach an und machen weiter, Bruder. Und warten einfach, oder? Ja. Nein, lass dich nicht zu Dogs machen. Wenn er uns wirklich jetzt eine Sanktion drückt, akzeptieren wir es nicht. Und dann? Also ich habe nicht akzeptiert, dann wurde ich 3 Tage lang gefickt, am 4. Tag kam ein weiteres Gespräch und dann haben sie endlich akzeptiert, dass deren Mann Scheiße gebaut hat. Was wird hier eigentlich getestet? Das ist Bullshit. Wird gerade Heris getestet, wird gerade Isco getestet, wird ich gerade getestet, wird gerade Lloyd getestet? Wir haben in der Vergangenheit mehr als oft genug bewiesen, dass wir Familien zur Spitze führen können. 100%. Wen wollen die hier testen? Dass wir Familien in die nach oben getestet haben. Hey Justin, danke für 200 Bits. Ich weiß nicht, Mann, ja. Die spielen mit uns. Wir testen die. Die Geschäftsführer sind gegen uns. In den Arsch werden wir auch löschen. Und bekommen einen Pro? Ja, gut, wenn wir einen Pro bekommen. Aber bekommen wir nicht. Wir haben schon gefragt. Das ist auch nicht so schlimm. War doch ein erfolgreicher Tag. Das ist doch noch gar nichts. Wir werden Tage haben, wo wir mit Kopfschmerzen. Das ist noch gar nichts. Das ist noch Kindergarten. Das wird noch viel schlimmer. Marcel, das Ding ist. Wenn du schlafen willst oder so, dann gib dir das Ganze nicht. Ja, dein Wunsch war alles ja, dass wir uns um die Scheiße kümmern, weißt du? Um diese Kopfschmerzen. Ich habe mir 10 Minuten lang, weil ich im Kopf habe mir was anderes getan, Bruder. Ich wache auf, alle liegen. Aber ja, warte mal. Kümmer du dich nicht, Delano. Ja, aber warte mal, sind diese Filme nicht irgendwo lustig und genau das, was. Nee, der wird abgetönt von sowas sehr schnell. Stimmt boah, das? Bruder, bei mir eskaliert alles. Du hast keine Ahnung. Ja, der bekommt direkt Abtöllen auf alles. Aber das ist ja normal. Aber das ist Los Santos. Das ist es. Davon leben alle. Aber sein Wunsch war es ja, dass er eben einfach der Kopf der Familie ist und sich diese Kopffix eben nicht geben muss, weißt du? Deswegen, wenn du keinen Bock drauf hast, Marcel, geh schlafen, wir kümmern uns. Manchmal habe ich schon Bock drauf, Bruder. Okay. Du, nicht falsch. Ja, erzählen. Natürlich. Manchmal wenn du Bock drauf hast, dann sei dabei. Aber ich habe halt dann keinen Bock darauf, Bruder, dass. Wenn wir intern Probleme miteinander haben, verstehst du was ich meine? Nein. Hat keiner. Haben wir nicht. Warum knallt dieser Idiot eigentlich uns um und redet dann mit dir alleine? Sollen uns doch alle zusammenpacken, dieser. Ja, mit dir. Weil LCN hat uns dann alle umgeknallt, ne? Ja, LCN hat uns. Check das auch nicht. Ja, weil die ihn wahrscheinlich stabbit haben und die haben gesagt, knallt die alle ab. Versteht ihr jetzt, warum wir die Stärksten sein müssen? Weil sonst hätte LCN niemals geschossen. Die hätten lieber nicht geschossen, anstatt auf die Geschäftsmänner zu hören. Ja. Der hat gesagt, die reden jetzt nur noch mit mir erstmal, okay? Die haben sowieso mit niemandem anderen geredet. Ich habe 500 Dispatches gemacht, nie wurde ja, mit mir geredet. Ja, richtig. Wir sind nach 3 Tagen, Alter. Zu irrelevant. Das ist so ein Bullshit, Bruder. Das macht keinen Sinn, Bro. Ich kümmere mich doch um die Geschäfte und so. Warum wird sich bei mir nicht gemeldet? Du hast doch keinen Plan, was auf der Loot abgeht, welche Deals wir haben oder sonstiges. Weißt du, warum musst du sich bei dir gemeldet werden? Ich habe keine Ahnung, Alter. Also wenn es ein wichtiges Gespräch ist, okay, aber wenn ich einfach nur Waffen-Lab-Kits umgetauscht haben will, was hast du damit zu tun? Du hast doch keinen Plan, was abgeht.
Hol den Pro, dann können wir zusammenspielen. Mandela, ich will ein bisschen weiterkommen. Okay, jeder wir nehmen jetzt die Sanktion und wir an. Sind nur am Farmen. Ihr redet das lang mit ihm erstmal. Ich schau mal, was die Sanktion ist. Ich versuche das noch abzureden. Ja? Und ihr macht weiter, okay? Ja, die wollen ja nicht mehr mit uns reden. So viel dazu übrigens, dass heute das große Gespräch ist mit Al-Safi. Scheiß auf Al-Safi. Nee, ich glaube, Al-Safi ist der einzig Kompetente von denen, aber den sieht man halt leider eben zu wenig. Ja, gut. Ja, ich treffe mich kurz mit Sosa. Ich will noch ein, zwei Sachen mit ihm besprechen, ja? Okay. Ja, egal.